Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ganz herzlich grüße ich Sie und euch heute zu unserem digitalen Gottesdienst am 20. August hier vor unserer schönen Odenbüller St. Vinzenzkirche auf Nordstrand. Schön, dass Sie und ihr heute mit dabei seid. Ein großer Dank geht vorweg an Maurice Enfant Croissant für das wunderschöne Klaviervorspiel Alle Tage, alle Nächte aus der Feder von Ruthild Eicker. Herzlichen Dank dafür. Im Wochenspruch für diese Woche heißt es aus dem 1. Petrusbrief: Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen richtet er auf. Lasst uns in dieser Zuversicht gemeinsam diesen Gottesdienst nun feiern, im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir hören die Worte aus Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde.
Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Bewahre uns Gott, behüte uns Gott, sei mit uns auf unseren Wegen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen, sei Quelle und Brot in Wüstennot, sei um uns mit deinem Segen. Wir hören eine Lesung aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 18. Jesus erzählt denen, die sich für fromm hielten und hochnäsig waren, ein Gleichnis. Zwei Menschen beteten im Tempel. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der erste betete laut: Danke Gott, dass ich nicht so bin wie dieser Geldeintreiber. Ich stehle nicht, habe einen starken Glauben, betrüge nie meine Frau, lebe nach den Geboten und spende viel. Der Zöllner jedoch blieb mit gesenktem Kopf am Eingang stehen und betete: Gott, meine vielen Fehler tun mir leid, bitte verzeih mir. Jesus sagte: Dieser hat seine Schuld ehrlich vor Gott bekannt, der andere nicht. Menschen, die sich in den Himmel loben, sind noch ganz unten. Die Menschen aber, die ganz unten sind, werden am Ende groß rauskommen. Wir bekennen nun unseren christlichen Glauben mit den Worten des Glaubensbekenntnisses. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, die sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ja oder nein? Das ist heute die Frage. Gar nicht so einfach, wenn so eine Entscheidung von uns erwartet wird. Wenn wir beispielsweise um Hilfe gefragt werden und jemand eine klare Antwort von uns möchte. Könntest du bitte mal einen Brief für mich schreiben? Könntest du bitte mal ein Brot beim Bäcker holen? Mit mir spazieren gehen? Den Garten umgraben? Für die Kinder da sein? Mich zum Arzt fahren? Ja oder nein? Wie sieht es bei uns persönlich aus? Jesus erzählt uns in unserem heutigen Predigttext ein ganz alltägliches Gleichnis, das genau diese Fragestellung aufnimmt. Jesus sagt, ein Mann hatte zwei Söhne. Und er sagt zu dem einen, mein Junge, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Ich will nicht, erwidert er. Später aber überlegt er sich und geht doch. Dasselbe sagt der Vater auch zu seinem zweiten Sohn. Und der sagt, na klar, das mache ich. Geht aber nicht hin. Das Brisante ist, dass Jesus dieses Gleichnis nicht seinem engsten Jüngerkreis erzählt, sondern den Hohepriestern und Ältesten. Und er fragt sie, wer von den beiden Söhnen hat den Willen des Vaters getan? Und sie antworten, der Erste natürlich. Der Neinsager, der seine Meinung ändert und dann doch handelt. Und dann setzt Jesus die Pointe. Und er sagt, wahrlich, ich sage euch, die Zolleinnehmer und die Prostituierten, die kommen eher ins Reich Gottes als ihr. Jesus stellt den Hohepriestern Menschen gegenüber, die damals wahrlich nicht als gottesfürchtig galten, sondern durch ihren Lebenswandel immer wieder für Aufsehen sorgten. Was für eine Provokation, mit solchen Menschen verglichen zu werden. Ja, mehr noch, diese als Vorbild hinzustellen für Umkehr und Glauben. Aber Jesus begründet es auch. Er sagt, im Gegensatz zu euch, da glauben die Geldeintreiber und die Prostituierten an die Gnade Gottes, so wie Johannes der Täufer ihnen erzählt hat. Wir erfahren nicht, wie die Schriftgelehrten darauf reagiert haben, aber mit Sicherheit sind sie zum Nachdenken gekommen. Aus unserem Text, liebe Gemeinde, stellt sich daher eine wichtige Frage. Wie kann aus einem klaren Nein ein überzeugtes Ja werden? Es gibt ja Gründe, vielfältige Gründe, zum Glauben oder zur Mitarbeit, wenn wir gefragt werden, ein klares Nein zu sagen. Und jedes Nein ist unterschiedlich. Aber vielleicht ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Liebe Gemeinde, wir können und dürfen immer wieder einladen und Mut machen. Mit Gesten und Worten, die andere ansprechen. Und dann geschieht es immer wieder, dass sich jemand einen Ruck gibt. Dass aus einer Kirchendistanzierten eine Begeisterte wird. Dass aus einem Zweifler ein Fragender und vielleicht auch ein zaghaft Glaubender wird. Es gibt immer wieder überraschende Wunder und darüber dürfen wir uns freuen. Wenn der verlorene Sohn oder die verlorene Tochter zurückkehrt und einen Neuanfang startet. In der vielfältigen Begegnung der Liebe Gottes, da können Menschen ihre Haltung verändern. Aus einem klaren Nein wird ein fröhliches Ja. Als Christinnen und Christen sind wir eingeladen und berufen, so wie uns dieses Gleichnis heute erzählt. Denn Gott braucht uns. Er sagt auch immer wieder Ja zu denen, die mühselig und beladen und auch krank sind. Er sagt Ja zu denen, die auf Vergebung hoffen. Und er lädt auch uns ein, das Ja-Wort zu geben und bereit zu sein zum Handeln. Das ist möglich, wenn wir es zulassen, dass Gottes Liebe in uns wirksam wird. Denn Gott ist die Liebe. Und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Amen.
Und der Gemeinde ist noch Folgendes bekannt zu geben. Ein herzliches Dankeschön an alle, die auch an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ein großer Dank geht wie immer auch an Bjarne, Lennart, Christian und Oliver. Danke für eure tolle Unterstützung. Die sonntäglichen Digitalgottesdienste, immer sonntags ab 8 Uhr, wird es auch weiterhin geben. Und schon jetzt lade ich herzlich ein zu unserem kommenden Sonntagsgottesdienst um 19 Uhr mit Pastor Jan Petersen hier in unserer schönen Kirche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Und nun freuen wir uns auf Rätselfragen rund um die Bibel mit Melina und Christian. Rätselfragen rund um die Bibel. Wohin wollte Jona mit dem Schiff? Nach Tarsis, nach Kartarsis oder nach Genesis? Die richtige Antwort lautet nach Tarsis. Was suchte David in der Höhle Adullam? Einen Schatz, Schutz oder einen zweiten Ausgang? Die richtige Antwort lautet Schutz. Wie heißt ein Sohn des Alpheus? Jakobus, Pilatus oder Matthäus? Die richtige Antwort ist Jakobus. Wie nah kam das Volk an die Bundeslade? 1 Meter, 100 Meter oder doch 1000 Meter? Die richtige Antwort ist 1000 Meter. Was waren Abraham und Lot? Opa und Enkel, Onkel und Neffe oder Brüder? Sie waren Onkel und Neffe. Mit wem war König Xerxes I. verheiratet? Königin Esther, Königin Salome oder Königin Hanna? Die richtige Antwort lautet Königin Esther. Als was galt Baal, Dagon und Moloch? Angesehene Bürger von Jericho, falsche Götter oder bestechliche Beamte am Königshof? Sie galten als falsche Götter. Wir denken an unsere Lieben in der Nähe und in der Ferne und alles, was wir Gott in der Stille sagen wollen, bringen wir in einem stillen Gebet vor ihn.
Danke Gott, dass du Gebete hörst. Amen. Und gemeinsam beten wir das Vaterunser mit den Worten, die Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Stern, auf den ich schaue, Fels, auf dem ich stehe, Führer, dem ich traue, Stab, an dem ich gehe, Brot, von dem ich lebe. Wir hören auf die irischen Segenswünsche. Der Herr sei vor dir, um dir den rechten Weg zu zeigen. Der Herr sei neben dir, um dich zu beschützen. Der Herr sei hinter dir, um dich zu bewahren. Der Herr sei unter dir, um dich aufzufangen. Der Herr sei in dir, um dich zu trösten. Der Herr sei über dir, um dich zu segnen. So segne dich der gütige Gott. Amen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen. Und nun freuen wir uns auf ein ganz besonderes musikalisches Nachspiel. Wir hören als Postludium ein Präludium, gespielt von Malte Fief, der dieses Stück auch geschrieben hat. Ganz herzlichen Dank dafür.